Und so möchte ich mit euch ins Wort hineinschauen, und wenn ich schon überlege, über das Thema Rettet die Predigt, lass uns doch gleich heute Morgen kurz eintauchen in wohl, man könnte sagen eigentlich, weil Jesus es selbst gesagt hat, die allerwichtigste Predigt, die wir haben in den Evangelien von Jesus Christus, in Markus und Kapitel 4. Jesus selbst gibt dort an, wenn es eine Predigt gibt, die man gehört haben muss, und die man verstehen soll, dann ist es diese hier in Markus Kapitel 4. Und zwar, es geht um das Gleichnis des Sämanns. Das Gleichnis des Sämanns. Ich werde jetzt das Gleichnis nicht lesen, sondern wir werden vor allem auf die Deutung des Gleichnisses eingehen, weil Jesus dies erklärt. Ab Vers 1 bis Vers 9 gibt er das Gleichnis aus das Volk, die eine große Volksmenge versammelt war, erzählte ihnen von einem Sämann, der Samen sät und Vögel kommen und steinigen Boden und so weiter und so fort. Und er spricht dann in Vers 9 am Schluss von all dem und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Warum? Er sagt es. Damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen, hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Zitat aus dem Alten Testament. Und er spricht zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht, wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Ist ganz interessant, was er hier sagt, weil das ist total gegen dem, was wir ständig immer hören, warum Jesus in Gleichnissen gelehrt hat. Wir sagen ja immer, Jesus hat in Gleichnissen gelehrt, damit alle das auf einfachste Weise verstehen konnten. Aber habt ihr gehört, was wir hier gelesen haben? Die Jünger kommen zu ihm und fragen ihn, warum lehrst du das Volk in Gleichnissen? Oder sie fragten ihn nach den Gleichnissen. Matthäus eben fügt hinzu, dass die Jünger nachher kommen und fragt, warum lehrst du in Gleichnissen? Weil kein Mensch eigentlich versteht, was soll das bedeuten. Ist eine nette Geschichte. Und so sind die Leute dabei, die sehen, aber erkennen doch nicht. Die hören, verstehen aber doch nicht. Und Jesus sagt ja, das ist ja die Absicht dahinter. Was? Wie kann denn das sein? Das ist ja eine Verschwendung. Nein, es ist eigentlich, um diejenigen herauszuholen, die eigentlich Hunger haben nach mehr. Dass man nicht, wie Jesus an anderer Stelle sagt, seine Perlen vor den Schweinen wirft. Denn zu diesem Zeitpunkt, als Jesus anfängt, in Gleichnissen zu lehren, weil bis dahin hat er ganz klar und deutlich gelehrt, wie zum Beispiel die Bergpredigt. Da spricht er klar und deutlich Text, was es heißt, Gott zu dienen, was es heißt, das Wort zu erfüllen. Aber zu diesem Zeitpunkt hier, wo er anfängt, in Gleichnissen zu lehren, die Jünger fragen plötzlich, warum lehrst du jetzt in Gleichnissen? Warum hast du deinen Lehrstil geändert? Muss man verstehen, dass in Matthäus Kapitel 11 hat Jesus schon ein Jahr verbracht, hat viel gelehrt, viel gedient, aber das Volk als Ganzes, wie er sagte, hat nicht Buße getan. Es hat ihr Leben nicht verändert. Es ist in ein Ohr rein, im anderen Ohr wieder rausgegangen. Sie haben sich heilen lassen, aber sich gefragt, wer eigentlich dieser Jesus ist. Was bedeutet er für mein Leben? Inwiefern verändert das mein Leben, wer er ist? Haben sie sich nicht weiter gefragt. Auch zu diesem Zeitpunkt sind dann auch die religiösen Führer gekommen aus Jerusalem und haben eine Stellungnahme gegeben für das Volk, wer Jesus ist. Weil das Volk wollte wissen, ist er der Messias oder ist er nicht? Wie kann er überhaupt die Wunder tun, die er tut, wenn er es nicht wäre, wenn er nicht von Gott gesandt ist? In Matthäus Kapitel 12 gibt Jesus dort oder zeigt uns die Schrift auf, dass sie gekommen sind und haben gesagt, Jesus, er ist nicht der Messias, er ist von Dämonen besessen, ist was ihre Aussage war. Und zwar vom Beelzebul, und zwar vom Obersten der Dämonen, deswegen kann er die Werke tun, die er tut. Und als das Volk sich im Großen und Ganzen sich nicht verändern ließ durch die Worte. Sie haben die Gottesdienste besucht. Sie waren da, haben die Stühle gewärmt oder das Gras zerdrückt, was auch immer.
ja, der damaligen Zeit. Aber, und die Führerschaft haben sich auch gegen Jesus gewendet. So hat er angefangen, seinen Lehrdienst zu ändern und er fängt an, in Gleichnissen zu lehren. Darum fragen die Jünger, Matthäus 13, kannst du es dort lesen. Es heißt in Kapitel 13 und Vers 10, stellen sie ihm die Frage, warum lehrst du jetzt das Volk in Gleichnissen? Nun, er sagt hier, damit wir konzentrieren können auf die Geheimnisse des Reiches Gottes für wirklich die Leute, die etwas damit machen wollen. Zeig es noch einmal kurz. Du warst gerade da. Matthäus 13, Vers 10. Ich dachte, da wärst du. Matthäus, nicht Markus. Dann sehen wir auch hier in, ja, sonst springe ich, ah ja, hier bist du. Und zwar, es heißt hier, die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Wenn er die ganze Zeit in Gleichnissen geredet hätte, dann hätten sie ihm die Frage nicht gestellt. Aber er fängt an. Und zwar Storys zu erzählen, genauso wie ich es gesagt habe, Illustrationen zu gebrauchen, wunderbar, alles bestens, alle Leute sagen, was für eine wunderbare Predigt war das. Und gehen nach Hause. Man fragt, ja, was war denn heute? Ja, es war super. Ja, über was wurde geredet? Ja, es war über Netze und Fische und Bauern und Sämann und Samen. Und es war wunderschön, das ist das, was wir im Alltag erleben. Ja, und was heißt das? Ja, keine Ahnung, aber es war wirklich eine tolle emotionale Botschaft. Also du konntest dabei sein bei Jesus, nur bei einem Gleichnis erzählen und du konntest total begeistert sein und nach Hause gehen. Aber es hat dein Leben nicht verändert. Als Jesus klar Deutsch geredet hat, hat es ihr Leben auch nicht verändert. Also hat er gesagt, also jetzt muss ich ein bisschen tiefer gehen, aber die Perlen werde ich nicht mehr vor den Schweinen werfen, in anderen Worten, sondern ich will es denen geben, die eigentlich hungrig sind und fragen nach mehr. Und das ist genau das, was hier geschah, nämlich in Markus Kapitel 4, Vers 10. Als er allein war, fragten ihn die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Es war nicht Jesus, der gesagt hat, also kommt mal her, Jungs, jetzt erkläre ich euch das. Sondern sie hätten auch nach Hause gehen können. Sie sagen, nein, wir wollen wissen, was heißt das? Ich habe es geliebt, eine Woche jetzt zu verbringen mit einem Griechisch-Professor, kann man sagen. Meine Güte, was meine Kids und ich auch und wir einfach ihn durchlöchert haben mit Fragen. Ja, was heißt das im Griechischen? Was bedeutet das? Was denkst du von dem? Also wir haben ihn, also nachdem wir hier gepredigt haben, haben wir ihn weiter durchlöchert, oder? Mit allen möglichen Fragen, weil es uns interessiert hat. Wollen nicht einfach nur das nehmen, was war, sondern wollen noch mehr. Und ich glaube, dass auch ihr Hunger habt nach mehr. Weil es sind nämlich diejenigen, die Geheimnisse des Reiches Gottes nämlich entdecken werden und Gott erleben werden in ihrem Alltag. Und hier sagt er nämlich, noch einmal in Vers 11, und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Ja, wer gehört zu den euch? Es heißt die, die um Jesus waren mit den Zwölfen. Es waren nicht nur die zwölf Apostel. Ja, das sind die Auserwählten, nur die kriegen's. Es heißt die, die um ihn waren. Wer um ihn sein wollte, konnte um ihn sein. Jesus hat niemand ausgeschlossen, wer mehr wissen wollte. Und es heißt ja ab hier, wenn wir da kurz springen zu Markus 4 und Vers 33, es heißt hier, und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redet er nicht zu ihnen, aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte gerne, dass Jesus alles mir besonders erklärt. Ich lasse mich nicht abspeisen mit einer netten Illustration, mit einer emotionalen Predigt, das schön und gut ist, wunderbar, aber ich will den Professor noch ein bisschen bohren und noch einmal mehr wissen, ja, was heißt das, was heißt dies, was heißt jenes. Und es heißt, die Geheimnisse sind nämlich denen gegeben. Nun, hier offenbart er uns mal eine von den wichtigsten Geheimnissen, weil er sagt hier in Vers 13, er spricht zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Also das Schlüsselgleichnis für alle Gleichnisse beginnt eigentlich mit diesem Gleichnis vom Sämann. Wenn du den nicht begriffen hast, wenn du den nicht verstanden hast, dann wirst du alles andere eben auch nicht kapieren. Also die wichtigste Predigt, kann man sagen, die Jesus jemals gebracht hat, war die
Das Gleichnis vom Sämann. Nicht einmal nur das Gleichnis, sondern die Erklärung davon. Das Allerwichtigste. Weil alles andere wirst du überhaupt nicht begreifen können. Schauen wir es mal kurz an. Er beginnt hier mit der Auslegung jetzt. Der Sämann sät das Wort. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Und andere sind die unter die Dornen gesäten, es sind die, die das Wort gehört haben, und die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Das ist das Schlüsselgleichnis zum Reich, um das Reich Gottes zu verstehen, wie das Reich Gottes funktioniert in unserem persönlichen Leben. Wie wir erleben können, dass Gott sich zeigt in unserem Leben. Nun, was sagt er hier? Was sind die Elemente, die da wichtig sind? Er sagt hier erstens einmal im Vers 14, der Sämann sät das Wort. Es geht um das Wort. Und dann bringt er vier verschiedene Erdreiche, sind eigentlich die Herzen. Also es hat etwas zu tun, das Wort ist immer dasselbe. Das Wort ändert sich nicht. Aber je nachdem, in was für ein Erdreich der Same gesät wird, spielt es eine Rolle, was das für eine Auswirkung hat. Und es gibt drei gegen eins. Du siehst, also nur ein Erdreich schafft es, wirklich Frucht hervorzubringen. Drei andere aber schaffen es nicht und haben unterschiedliche Hindernisse auf dem Weg, dass wirklich das Wort Frucht bringen kann. Dass das Reich Gottes in unserem Leben sich zeigt und hervorkommt. Also das allererste hier, was er sagt, ist das Wort. Es geht um das Wort. Und es heißt hier, der erste Art von Boden hier beginnt er damit, indem er sagt, die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Also es geht immer um das Wort. Muss man verstehen, es geht gar nicht um dich. Der Teufel hat gar kein Interesse an dich. Er hat Interesse, Gott eins auszuwischen. Das ist, was er tun will. Er wollte ja seinen Thron über den Thron Gottes setzen. Und er ist gefallen vom Himmel. Und er will Gott eins auswischen. Und er kann das tun, wenn er dafür sorgt, dass das Wort Gottes überhaupt kein Fuß, keine Wurzel schlagen kann in deinem Herzen. Weil wenn das Wort Wurzel schlägt und Frucht bringt, dann wird das Reich Gottes gebaut in deinem Leben. Und Gottes Reich wird ausgeweitet, Gottes Herrschaft in deinem Leben wird ausgeweitet in dieser Welt, und das will er nicht zulassen. Er weiß, du selber, du bist von keinem Interesse zu ihm. Weil ohne das Wort bist du nicht für ihn. Kein Interesse. Aber in dem Moment, wenn Menschen das Wort Gottes hören, wenn sie hören, was Gottes Wille ist, was Gott für einen Plan für ihr Leben hat, es heißt, der Satan kommt sofort. Sofort. Er verschwendet keine Zeit. Er will sofort kommen. Und was tut er? Er will das Wort sofort wegnehmen. Dass das Wort überhaupt nichts gemacht hat. Es wird verglichen mit dem Weg. Nun, wie wir wissen, im Römischen Reich, die Römer haben natürlich all die Straßen gebaut. Wunderbare gepflasterte Straßen, die wir heute ja noch haben. Und da auf diesen Straßen sind alle gegangen. Und natürlich kann man auch wissen, dass sehr oft neben dem Weg, neben der Straße, oder dem man gegangen ist, ist der Boden eben auch ganz fest zusammengedrückt worden durch Leute, die eben auch neben dem Weg gegangen sind. Und somit, wenn ein Same darauf gesät worden ist, hatte es keine Chance, überhaupt einzudringen, weil der Boden so kompakt zusammengedrückt war durch all die Leute, die da drüber gelaufen sind. Aber das Wort wird gesät, also wie ein Sämann, ich zeige das Bild noch einmal, wenn ein Sämann sät, was tut er? Er nimmt eine Handvoll und er sät es. Er nimmt nicht nur einen einzelnen und drückt es in den Boden, wie es häufig heutzutage der Fall ist, sondern er sät es in die Breite.
Und jeder, der eben was für einen Boden hat, wird der Same etwas bewirken. Aber es liegt nicht am Samen, ob etwas bewirkt wird, sondern es liegt am Erdreich, an unseren Herzen. Und das, was Jesus erlebt hat, er hat das Wort gesät, bis er anfing, dann in Gleichnis zu lehren, mit dem Bergpredigt und vieles mehr. Er hat das Wort gesät und gelehrt. Er hat natürlich Heilungen und Wunder vollbracht. Aber das Wort ist ständig auf Boden gefallen, das einfach hart war und nichts gebracht hat. Ein Ohr rein, andere Ohr raus. Auch heutzutage. Sehr oft. Was man hört, was bewirkt es? War eine nette Predigt, es war emotional, wunderbar, schön. Okay, aber was war es? Keine Ahnung. Was bedeutet das für uns? Das Wort Gottes hat Kraft in sich. Hat Kraft in sich. Johannes hat in seinem ersten Kapitel vom Johannes-Evangelium, das hat Keith Trump uns gesagt letzte Woche, das hat mich wirklich voll getroffen. Weil damals in der Zeit, wo Johannes sein Evangelium geschrieben hat, das war die griechische Welt mit den griechischen Göttern, mit den Philosophen. Und die Frage der damaligen Zeit war immer die, womit hat alles angefangen? Was war der Anfang von allem? Sie wussten schon damals, dass es natürlich Aktion und Reaktion gibt, dass nichts eigentlich in Bewegung gesetzt werden kann, ohne dass es von etwas anderes bewegt wurde. Und so war immer schon die Frage von all den Philosophen, von Aristoteles und Plato und all diejenigen, war immer die Frage, was ist der Anfang von allem, auch heutzutage, fragen sich immer noch die Wissenschaftler. Und sie gehen zurück auf den großen Knall. Ja, aber was hat den großen Knall ausgelöst? Ja gut, da gehen wir nicht hin. Es hat mit einfach einem Knall begonnen. Ja, ja gut, am Neujahrsfest, oder, gibt es auch einen Knall, oder? Aber irgendjemand musste den Knall mal loslassen, oder? Stimmt's? Und somit hat Johannes in seinem ersten Kapitel von seinem Evangelium geschrieben, wie heißt es dort, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wow. Mir ist nie so aufgegangen, also wie er aufzeigte, was das bedeutet hat in der damaligen römischen, griechischen Welt, als Johannes schrieb, im Anfang, der Anfang von allem, war das Wort Gottes. Und wir wissen es aus der Schöpfungsgeschichte. Und Gott sprach. Oder das Wort Gottes war am Anfang. Und darum fängt Jesus hier an und sagt, das Wichtigste, was man verstehen muss, ist die Kraft und die Wichtigkeit seines Wortes. Also wenn Gott was sagt, dann hat es die Kraft, Frucht hervorzubringen. Aber nur weil er es sagt, heißt nicht, dass es Frucht tragen wird in deinem Leben. Oder in meinem Leben. Und dann fügt er hinzu, Johannes sagt dann noch hinzu, nicht nur sagt er, dass das Wort am Anfang war und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 14 sagt er dann noch hinzu, sag mal Vers 14, Johannes 1, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Gottes ist Fleisch geworden, Jesus. Jesus kam. Gott war das erfüllte Verheißung Gottes zu uns Menschen für die Erlösung und alles, was wir brauchten. Also noch einmal kurz zurück hier zu Markus Kapitel 4. Noch einmal, dass wir verstehen, was bewirkt das Wort in unserem Leben? Ich weiß, als mein Bruder zum Glauben gekommen ist in Amerika, er war damals 18, ich war 16, er schrieb mir in einem Brief, wie er zum Glauben kam und sandte mir das kleine Büchlein Gott persönlich kennenlernen. Und ich las das Büchlein und ich fand es nett und fand es schön, aber ich habe es nicht verstanden. Es ging da rein und da wieder raus. Es hat mich zwar bewegt und berührt, aber ich habe nicht gewusst, was ich damit machen soll. Mein Herz war überhaupt nicht aufgeweicht, war überhaupt nicht fähig, das zu empfangen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht verzagen in unserem Zeugnisgeben an Leuten. Du weißt ja auch selber, wie es ist. Das erste Mal, wo du wahrscheinlich von Jesus gehört hast, hast du dich, yippie, Halleluja, bete mit mir. Wahrscheinlich warst du auch eher, ja, was bist du für eine? Spinnst du eigentlich, ja. Oder es hat je nachdem eine Zeit gebraucht, wenn man alles andere schon gehört hat, eine völlig falsche Vorstellung hat, was es heißt, Christ zu sein oder wer Jesus ist oder was Christ, das wahre Christentum ist, dass es nicht dieses tote, traditionelles Christentum ist, das uns oftmals vermittelt wird.
Deswegen verzagt nicht, weil manchmal braucht es Zeit durch das Wort, das gesät wird, dass ein Herz aufgeweicht werden kann. Der Boden muss aufgeweicht werden. Und durch Gebet und durch Fürbitte und durch Leute, die Gott über den Weg schicken, mehr und mehr kann der Erdboden aufgeweicht werden. Also seid solche, die einfach pflügen, ja? Die einfach auch bereit sind zu pflügen, zu säen, zu... Und Paulus hat es auch so ausgedrückt, manche haben gesät, andere haben bewässert und andere haben ernten können. Und vielleicht bist du jemand, der mal ernten kann, Halleluja, aber vielleicht ist es einmal mal ein Säen. Und irgendwann einmal dringt denn das Saatgut des Wortes, weil das Wort durch deinen Mund hat die genau selbe Kraft wie das Wort, das Gott sprach, als er sagte, es werde Licht. Weil wenn es sein Wort ist, das durch dich gesprochen wird, Halleluja, es hat dieselbe Macht. Also das Wort auf dem Weg, ja, Wort rein, Wort raus, bringt nicht viel. Dann Vers 16, das zweite Erdreich. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Also das sind Leute, die das Wort hören und es begeistert sie. Sie nehmen es auf, es bewegt sie. Es ist nicht nur Ohr rein, Ohr raus, sondern sie nehmen es mit in ihr Leben hinein. Aber was sie dann sehr bald merken, weil der Teufel kommt sofort, um das Wort zu nehmen, wenn er es nicht sofort nehmen kann, dass du es vergisst, dann wird er kommen mit Anfechtung, er wird kommen mit Versuchungen, er wird kommen mit Bedrängnis, wo dir sagt, nein, das funktioniert nicht, das wird niemals klappen, das ist überhaupt nicht der Fall, sodass du einfach aufgibst und sagst, das funktioniert dir sowieso nicht. So bist du ein Menschen des Augenblicks. Und in anderen Worten, ja, ein Gutwetter-Christ. Wenn alles gut läuft, ja, dann bist du dabei und sobald Schwierigkeiten auftauchen, ja, gibst du auf und sagst, ja, der Same, der kommt ja gar nicht. Ich sehe nichts. Dass du vertraust, das Wort Gottes ist am Wirken. Ich habe am, was war es, Dienstag vor einer Woche, hatten wir unseren Lobpreis- und Gebetsabend hier. Und da habe ich diejenigen, die da waren, gebeten, mit mir übereinzustimmen, dass ich meine Koffer kriege aus Uganda. Die waren schon einige Tage, ich bin ja Sonntagmorgen angekommen, Koffer waren nicht dabei. Ich musste ja von Uganda über Nairobi nach Tansania in die Schweiz kommen. Und meine Koffer waren nicht dabei. Ich dachte, gut, am nächsten Tag kommen sie, weil es gibt ja einen Flieger am nächsten Tag. Am nächsten Tag kamen sie nicht. Und da fängt es natürlich dann schon an zu denken, oder? Ich habe schon oft gehört von guten Freunden, Christopher Alarm und andere. Wenn, ja, Koffer in Afrika, ja, kannst du mal schnell mal Tschüss sagen. Die nehmen gerne Spenden an, auch wenn sie nicht direkt gegeben werden. Und ich dachte, okay, am nächsten Tag kommt's, oder? Aber am nächsten Tag kam es auch nicht. Und da haben wir wirklich angefangen, Sorgen zu machen. Ja? Also meine Güte, schon ein zweiter Flugzeug von dort. Ich meine, es war ja nicht so kompliziert. Ja? Also, dass sie das einmal, warum kommt es, oder? Und da sind meine schönen Anzüge drin, meine schönen Hemden drin. Also klar, man hat eine Reiseversicherung, aber nein, ich muss alles eingehen. Nein, das mag ich nicht. Ich will meine Sachen haben. Und ich habe einfach vertraut, das wird normal funktionieren, aber da kamen die Sorgen, oder? Anfänglich gefreut, oder? Wunderbar, der Herr ist immer bei mir, aber da ließ sich dann die Sorgen kommen. Und dann habe ich einmal gesagt, nein, jetzt höre ich auf damit. Ich höre endlich auf, einfach das Hin und Her. War ja furchtbar, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe. Immer wieder kam der Teufel mit, deine Koffer kommen nicht an. Es ist ja keine Tragik. Aber trotzdem, also es hat mich richtig geärgert, wie sehr er mich geärgert hat. Und schließlich habe ich mir gesagt, also ich höre auf, weil jemand hat mir gesagt, ja, es kann vielleicht sogar 2 Wochen gehen oder kriegst du sie nie mehr. Und so habe ich gesagt, okay, stimmt mit mir überein, dass meine Koffer ankommen im Namen Jesus, damit ich einfach diese Sorge abgeben kann, fertig, Schluss, oder? Haben wir übereingestimmt. Siehe da, am nächsten Morgen kriege ich einen Anruf von der Taxi und sie bringen meine Koffer, Halleluja. Irgendwie sind sie nach Amsterdam gekommen, ich weiß nicht wie. Aber auf jeden Fall sind sie in der Schweiz wieder gelandet.
Aber das sind Momente, oder? Wenn man Gott vertraut, man hört sein Wort, man glaubt, Herr, der Herr ist für mich, der Herr versorgt mich, der Herr will, dass es mir wohl geht, dass es mir gut geht. Ich vertraue ihm für Heilung, für Wohlergehen, für all diese Dinge. Und man steht dafür ein und alles ist Judy Hey und Yippie und so weiter. Aber man geht dann nach Hause, man kommt wieder zum Arzt, er gibt nicht einen positiven Bericht, sondern einen schlechteren. Und er gibt, es heißt dann von der Bank, immer noch Schwierigkeiten, dies und das. Und dann noch eine Rechnung kommt noch dazu. Und dann kommt der Chef und sagt, ja, Sie müssen ab. Bauen, meine Güte, oh Herr! Und viele Leute geben dann auf. Weil Anfechtungen, Trübsal, Situationen kommen, die dem Wort widersprechen. Aber wenn du lernst einfach das Wort Gottes, was ist die Verheißung, was hat Gott gesagt in seinem Wort, was sein Wille für mich ist, dass es einfach im Boden lässt, nicht ausgraben und gucken, ist da was am Wachsen. Wir alle wissen, wie das ist, oder? Wenn du es ausgräbst, oder, dann musst du wieder von vorne anfangen. Und das sind viele Christen, machen es auch so. Sie beten, nichts ist passiert. Ja, sie graben es wieder aus und fangen wieder von neuem an. Sie beten, nichts ist passiert. Und sie beten wieder 100 Mal über das Gleiche und nie was passiert, weil du nie Zeit genügend gibst, dass es keimen kann und aufgehen kann. Und es ist am Wachsen, auch wenn du es nicht siehst. Amen. Aber wenn Anfechtungen kommen, wenn Trübsal kommen, wenn Situationen kommen, die dem widersprechen, da musst du lernen, solide zu bleiben, zu sagen, nein, so ist es. Gottes Wort bleibt bestehen, alles andere ist der Vergänglichkeit unterworfen. Alles andere muss sich dem Wort anpassen. Das ist manchmal einfacher gesagt als getan. Aber das ist der Schlüssel zum Königreich. Das ist der Schlüssel, dass du erlebst Gottes Verheißung in deinem Leben. Wenn du meinst nach jedem Gebet, dass alles von dort weg, alles nur immer, immer, immer besser werden wird, vergiss es. Wir haben es hier gesehen. Jesus sagt hier, dass sehr oft Bedrängnis oder Verfolgung kommen um des Wortes Willen. Des Wortes Willen. Du bist nicht von Interesse. Worauf der Teufel aus ist, und er wird dafür sorgen. Und da ist wirklich der Feind dabei. Also da ist wirklich ein geistlicher Kampf da. Das müssen wir verstehen. Der Teufel setzt seine Dämonchen in Bewegung. Dafür zu sorgen, dass du Schwierigkeiten kriegen sollst. Deswegen ist ein Gebetsleben so wichtig. Ein Gebetsleben, das nicht immer hinterherhinkt hinter den Problemen, sondern ein Gebetsleben, das man führt, dass man eigentlich einen Schritt voraus ist. Dass du vertrauen kannst, dass wenn Bedrängnis und Anfechtungen kommen, dass du nicht, Gott Hilfe, sondern dass du sagen kannst, ich habe schon gebetet, ich habe schon den Sieg. Das, was Jesus hier sagt. Also, dass man nicht Leute des Augenblicks sein sollen, die einfach Gutwetterchristen sind, die einfach sich freuen in dem Moment der Emotionen, es hört sich alles gut an, aber sobald eine Anfechtung kommt, vergiss es. So erging es dem Markus, der Paulus und Barnabas nahmen ihn mit auf die erste Missionsreise. Und sie gingen nach Kreta zuerst. Und als da Schwierigkeiten auftauchen, da war ein Zauberer da und Paulus machte ihn blind dann. Und dann ist die Erweckung zum Herrn gekommen, viele Dinge. Und Markus dachte sich, meine Güte, was ist denn das für eine Truppe, mit der ich unterwegs bin? Ich gehe nach Hause wieder zu Mami. Und hat aufgegeben. Am Anfang, jawohl, wir gehen. Und dann... Und als dann... Barnabas, oder sein Vetter, wollte ihn wieder auf die nächste Missionsreise mitnehmen, sagte Paulus, vergiss es. Also den nehmen wir nicht nochmal mit. Der hat gesagt, einmal im Stich klar, vergiss es. Also eben, wir sind in guter Gesellschaft manchmal, oder? Also nicht jeder hat es einfach. Aber Jesus gibt uns das Geheimnis, wie Gottes Reich wachsen kann in deinem Leben. Es ist durch das Wort. Also siehst du, wie wichtig es ist, zu wissen, was ist sein Wort? Nicht, was meine nette Idee ist oder meine Illustration. Und das Dritte, was er hier sagt, und andere sind die unter die Dornen gesäten, es sind die, die das Wort gehört haben, und die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums, die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Also du bist wohl fähig, festzustehen, auch wenn bedränglich kommt, des Wortes willen. Du weißt, nein, das Wort ist am Wachsen. Was aber dann versucht wird vom Feind, ist, dich abzulenken. Mit anderen Dingen. Deine Aufmerksamkeit wegzubringen von dem Wort, das der Herr dir gab. Nehmen wir das Beispiel von Petrus, der auf dem Wasser gewandelt ist. Petrus sagte, wenn du es bist, bitte mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und Jesus sagte, komm. Und er dachte, ja, eigentlich gerade so, und ist nicht gemeint. Aber stell mir mal vor, was für Glauben das er hat. Er stieg aus dem Boot aufs Wasser.
Anderen 11 Jünger blieben im Boot, sagten, ja, mach mal, Petrus, wir gucken dir mal zu. Und er ging auf dem Wasser zu Jesus wandeln. Aber es heißt, als er seine Augen wegnahm von Jesus und den Wellen und den Wind sah, den Sturm, er brachte seine Aufmerksamkeit weg vom Wort, da fing er an zu sinken. Und das ist genau das, was der Feind tun will. Er möchte dann auch Situationen bringen, Sorgen der Zeit, andere Situationen, dass unsere Aufmerksamkeit ablenkt. Dass wir nicht mehr so fest im Wort bleiben, dass wir wirklich fest stehen bleiben, Herr, dein Wille soll geschehen in meinem Leben, sondern dass du dann mit Betrug von Reichtum, Teufel, wir kommen und dir eine wunderbare Stelle anbieten, besser bezahlt, alle möglichen Dinge, wunderbar und gut. Und wir denken, ja, das muss ja der Herr sein, weil es ist ja, ich kriege mehr Geld und man redet sich an, ich kann ja mehr spenden und all das. Aber in deinem Herzen spürst du, nein, da ist was nicht richtig. Da ist was nicht richtig. Aber wir reden uns ein, aber Herr, lass mich dich überzeugen, warum das gut ist für mich. Und manchmal machen wir dann Entscheidungen aufgrund dessen, was die Welt uns anbietet. Für wie viel verkaufen wir unser Christsein? Ja gut, so würden wir das nie benennen. Aber wir müssen verstehen, wir haben einen Feind. Und in dem Moment, wo du dich entscheidest, mit Gott vorwärts zu gehen, sein Wort ernst zu nehmen, da musst du wissen, es ist nicht einfach, wie heißt der Spruch, oder braucht das vorher? Es ist nicht einfach nur Pfannkuchen, oder? Dass man da vorwärts gehen kann, sondern eben da kommt natürlich ein Angriff. Wir stehen wirklich in einem Kampf drin. Und es ist der Kampf um das Wort Gottes, dass das Reich Gottes zur Frucht bringt in deinem und durch dein Leben. Um das geht es. Nicht, dass du irgendwie überlebst, bis Jesus zurückkommt. Sondern es geht darum, dass wir das Reich Gottes hier auf Erden, was ist das Vater unser Gebet? Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wie soll es geschehen? Und zwar durch uns. Indem dass das Wort in uns keimt, Frucht bringt, wächst und Gott durch unser Leben verherrlicht wird in der Welt. Und der Teufel setzt alles dran, dass es nicht passiert. Eben mit Sorgen von anderen Dingen. Wie gesagt, wie ich mit meinem Koffer, oder? Blödsinn. Die ersten 2-3 Tage, wie viel Zeit ich verbracht habe, diese Sorgengedanken wegzutun, nur für einen blöden Koffer. Ohne Witz, ich dachte, ich spinne, was ist los? Bis ich mich entschieden habe, einmal zu sagen, oh, dann hol andere Geschwister bei, komm, stimm mit mir überein, weil ich weiß, was das Wort sagt und ich wage es, dass ich bereit bin, wenn der Teufel sagt, ja, was ist, wenn du enttäuscht wirst? Nein, ich wage es, ich wage mich aufs Wasser. Amen. Sorgen der Weltzeit. Oder was heißt es? Betrug nach Reichtum. Wie der reiche Jüngling. Der wollte das ewige Leben erben. Aber Jesus sagt dann zu ihm. Was sagt er ihm? Also du hast alles, du hast alle Gebote gehalten. Wunderbar, super. Also verkauf, was du hast, gib es den Namen, komm, folge mir nach. Und er ist traurig davon gegangen. Ja, hat Jesus wirklich erwartet, dass er alles verkauft, was er hat? Wir können es nicht sagen. Vielleicht hätte er ihm gesagt, wenn er bereit wäre, das zu tun, dass er ihm gesagt hätte, schon in Ordnung, brauchst du nicht, mach nur dies oder das. Aber er wusste, wo er ihn anpacken musste. Du musst bereit sein, alles aufzugeben fürs Reich Gottes, wenn es erforderlich ist. Sind wir es aber? Haben wir Dinge, die uns festhalten hier? Oder wie er auch hier sagt, Lust nach anderen Dingen. Nein, es gibt andere Dinge, die natürlich schön sind. Und Gott will, dass wir auch schöne Dinge auch in unserem Alltag auch erleben. Aber stehen die Dinge zuvorderst? Der Teufel will uns so sehr beschäftigen mit manchen Hobbys, die uns dann wichtiger werden, als sein Reich in unserem Leben zu bauen. Sind wir mal ehrlich? Hobbys sind gut und das sind Gelegenheiten, mit anderen in Kontakt zu kommen, das Evangelium weiterzugeben. Es sind Momente, wo du selber einfach entspannen kannst und du machst dieses Hobby, was auch immer es ist, sei es Sport, sei es Sammeln, sei es was weiß ich. Hat alles gute Sachen. Aber du musst aufpassen, weil der Teufel will manchmal genau das dann nehmen und deine ganze Aufmerksamkeit nur in die Richtung lenken, dass das Einzige ist, was dein Leben völlig umfasst. Und dann ist das nicht mehr ein Werkzeug, um Gottes Reichweite zu bauen, sondern dann wird es zu deinem Leben werden. Und das Wort Gottes, was wird passieren? Es wird erstickt werden.
gehst nicht mehr in den Gottesdienst, weil du keine Zeit mehr dafür hast. Du bist beschäftigt, ja, mit diesem und jenem. Seid noch alle da? Ah. So steht's. Ich denke an das Gleichnis, das Jesus brachte. Das ist ziemlich hart, oder? Aber in Lukas Kapitel 14. Und er schreibt hier, und das ist nicht anders auch heutzutage. Ich meine, es hört sich alles immer so nett an und viele Dinge, und ich rede nicht von sündigen Dingen, ich rede von ganz normalen, netten Dingen, die man auch in seinem Alltag machen kann, die völlig in Ordnung sind. Aber in Lukas 14 und Vers 15, schaut mal an hier, und oftmals legen wir das nur aus in Bezug auf den Himmel, in die Zukunft, aber das gilt genauso auch für heute. Genau in diesem Zusammenhang. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Gastmahl, lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen: Kommt, denn schon ist alles bereit. Sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Ein anderer sprach: Ich habe 5 Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Bitte halte mich für entschuldigt. Ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen, Gassen der Stadt, bringe die Armen, Krüppel, Blinden, Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und er sagte ihm: Dann geh hinaus auf die Zäune, damit mein Haus voll werde. Wow. Ich meine, das sind alles gute Entschuldigungen. Oder? Hast du einen Acker gekauft, du musst schauen, ob das stimmt oder nicht. Ja, aber der Herr, ich habe gerade Ochsen gekauft, oder? Darum kann ich nicht kommen. Ich muss mich jetzt um dich kümmern. Also, man muss sich überlegen, der Teufel will nämlich einen mit guten Dingen eben auch ablenken und deine Zeit so sehr füllen, dass das Reich Gottes nicht mehr im Mittelpunkt steht. Egal, was du machst, ob es ein Sport, ob es ein Hobby oder was es ist, nutze dort. Das ist eine Welt, in der du in Verbindung stehst mit der Welt. Lebe Jesus dort aus. Amen. Nimm das als deine Zeit der Erholung auch, wenn das etwas ist, wo du dich entspannen kannst, weil du sonst immer hinter dem Computer sitzt. Machst du was, damit du ein bisschen rauskommst an die Luft. Wunderbar, das ist alles gut. Und das dient alles dazu, damit du gestärkt wirst, Geist, Seele und Leib, hast Verbindung mit Menschen der Welt. Also das ist gut, ich will dir sagen, das ist in Ordnung. Aber wenn das dein Leben anfängt, völlig zu beherrschen und das Wort zu ersticken, man hat keine Zeit mehr für Gottesdienst, keine Zeit mehr, seine Bibel zu lesen, keine Zeit mehr für Gläubige, keine Zeit mehr, Menschen zu besuchen, keine Zeit mehr für die Dinge, die Gott eigentlich durch dein Leben hervorbringen möchte, mit seinen Gaben, dann hat der Teufel genau gewonnen. Das Wort durch die Dornen wurde erstickt. Und wie das eben so läuft, das heißt, es wächst langsam. Das ist nicht etwas, das von heute auf morgen ist. Und man muss immer auf sich achten, weil Dinge dieser Welt können einen begeistern. Das sind begeisternde Dinge. Sei es Videospiele, sei es Computerspiele, was weiß ich. Und du kannst anfangen, oder sei es diese Fernsehserien. Wenn du mal eine guckst, oh, ich habe mich geweigert. Und bis zum heutigen Tag, ich weigere mich. Ich weiß, vor Jahren, da kam diese Serie heraus, 24 hieß es, oder? 24, irgend sowas, oder? Ich habe immer wieder gehört, wie gut das sei. Das ist wahrscheinlich sehr gut gewesen. Aber ich habe mich geweigert. Ich fange nicht an, weil wenn du mal anfängst mit dem, dann hörst du nicht auf. Und weißt du, heute fange ich überhaupt nicht an. Klar, schon älter, aber die haben ja so viele Seasons gemacht draus. Meine Güte. Also ich sage dir, fang ja nicht an, sowas zu gucken. Nun, ich habe schon andere Dinge geguckt. NCIS oder sonst irgendwas. Sorry. Es gibt ein paar wenige, aber ich bin vorsichtig, ich könnte meine Frau fragen. Sie ist manchmal richtig wütend auf mich, weil sie möchte gerne was Neues schauen. Und ich sage, nein, ich gucke nicht eines, weil ich kenne mich. Wenn ich eins gucke, dann bin ich das nächste und nächste und nächste und dann bin ich schon gefangen. Kleine Dinge. Aber manchmal diese Dinge können dein Leben, oder ein Computerspiel, wo du anfängst, was weiß ich alles. Also seid auf der Hut, um was geht es? Du bist nicht von Wichtigkeit für den Teufel. Er will Gott eins auswischen und das kann er nur dann tun, wenn er das Reich Gottes aus deinem Herzen stehlen kann. Und das ist dort durch das Wort. Das Wortleben. Nicht den Stuhl hier wärmen, das heißt auch nichts für ihn. Es ist, wie du das Wort lebst in deinem Alltag.
wie das Wort Gottes dein persönliches Leben beeinflusst, verändert, was es für dich bedeutet. Wie Jesus, als er predigt in Bethsaida, Chorazin und Kapernaum, er sagte, wenn die Werke, die in euren Städten geschehen sind, in Sodom Gomorra passiert wären, die hätten schon längst Buße getan in Sack und Asche. Das ist krass. Das ist kaum vorstellbar. Und da ist Jesus gewesen, Zeichen, Wunder gemacht. Aber die Leute, es ging da rein, da wieder raus, waren beschäftigt mit anderen Dingen. Und wir leben in einer Zeit, wo es wichtiger ist denn je, sich auf Gottes Wort, Gottes Willen, Gottes Weg, Gottes Plan für dein Leben zu konzentrieren. Und das beinhaltet alles schöne Dinge genauso. Nicht nur hier im Gottesdienst sitzen und Stuhl wärmen. Das ist unser Leben. Deine Welt ist dein Reich. Deine Welt sind die Menschen, die Gott erreichen will durch dich. Trag sie im Gebet. Bitte den Herr, der Herr wird anfangen, in den Geist, wie wir es gestern Abend gehört haben, in den Geistesgaben sogar dich wirken zu lassen, weil du es im Herzen hast, deine Welt erreichen zu wollen. Er wird dir Träume und Visionen geben, wird in dein Herz geben, weil dein Herz danach ist, wie kann ich diesem Menschen Jesus bringen, wie er wirklich ist. Und Gott wird alles in Bewegung setzen. Die Engel Gottes in Bewegung setzen, was auch immer notwendig ist, in Bewegung setzen. Wenn dein Herz danach ist, dann wird er dein Herz füllen mit dem und er wird anfangen zu wirken in einer Art und Weise, wo du selber erstaunen wirst. Und das wird das Begeisterndste sein, was du überhaupt erlebst. Und so werden wir landen hier beim Letzten, wo es dann heißt in Markus Kapitel 4, und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Auch selbst mit dem guten Erdreich kann man lernen, von 30 zu 60 zu 100-fach Frucht hervorbringen. Und was ist eine Frucht? Eine Frucht bringt immer mit sich die Fähigkeit, noch mehr Frucht zu bringen. Du kannst also mit einer Frucht beginnen und kannst die ganze Welt füllen mit dieser Frucht, wenn du genügend Zeit gibst. Gib mir einen Apfel und ich pflanze den Samen dieses Apfels und da gibt es noch mehr Äpfel draus und ich pflanze diese Samen. Gib nur genügend Zeit und mit einem Apfel kann ich die Welt füllen mit Apfelbäumen. Mit nur einem Samen. Das ist, was Gott tun kann in deinem Leben. Mit nur einem Samen des Wortes Gottes in deinem Herz und Frucht, das hervorkommt aus dem, kannst du die Welt füllen mit dem Reiche Gottes. Es ist gewaltig, wenn man das denkt, wie Gott sich das ausgedacht hat. Und das ist die allerwichtigste Predigt, die Jesus jemals gebracht hat. Wenn du das verstehst, wie das Reich Gottes wirkt, wie das Reich Gottes wächst in unserem Leben als Einzelne, dann wirst du auf der Hut sein, wirst du auch Zeit nehmen, dass das Wort Gottes wirklich ein Teil deines Lebens wird. Herr, was ist dein Wille? Was hast du gesagt? Weil das ist die Aufgabe, die wir haben. Diese Welt zu füllen. Es hat sich nicht geändert aus den Tagen des Paradieses, wo Gott Adam und Eva geschaffen hat, gesagt, bebauet und bepflanzt den Garten, macht einen Garten. Wir machen einen geistlichen Garten in dieser Welt jetzt. Durch das Samen des Wortes Gottes. Halleluja. Glory to God. Amen. Und das Wort hat die Kraft in sich, Frucht hervorzubringen. Also du musst nicht neben einem Busch stehen, nicht neben einem Samen und fangst da, komm raus, tu jetzt Keime, drück noch ein bisschen, oder? Du musst selber kein Baby zur Welt bringen. Das macht es von alleine, wenn es im guten Erdreich drin bleibt. Von alleine keimt es und geht es auf. Und ein anderes Gleichnis zeigt Jesus, man weiß gar nicht wie, aber es wächst, es keimt und es kommt hervor. Lass das Wort in deinem Herzen bleiben. Lass es nicht vom Teufel durch Bedrängnis und Anfechtung oder durch Sorgen, Betrug von Reichtum oder durch Lust nach anderen Dingen erstickt werden, sondern lass es dort und Gott wird sich mehr und mehr stärker und stärker in unser aller Leben zeigen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja.